Also jedenfalls freue ich mich, dass doch wieder was zusammengekommen ist. Immer der Wallfahrtsweg da auf den Berg da oben, wo man nicht hinfahren kann und alles. Und wo alles wie ganz anders ist. Also wer schon da war, der kennt es ja jetzt bereits. Aber es gibt da über neu, wo ich mal kurz sagen kann, alles gehört dem Bayerischen Staatsforsten hier. Und wir haben zusammen, also ich eigentlich, haben 1970 die Yacht gepachtet. Das ist ja Eigenjachtbezirk, kleines Rehwildrevier. Und dann ist die Yacht immer verlängert worden. Wir haben es erst privat genutzt und dann habe ich halt mal die Idee gehabt, da am verlängerten Wochenende oder am Wochenende wie jetzt einfach eine kleine Gaststätte zu machen. So nach der Art, wie ich das gern hätte, wenn ich wohin ging. Es gibt aber fast nichts mehr, wo ich jetzt sage, ich ging gern dahin. Ne? Muss immer bei mir selber bleiben. Komisch. Naja, also auf jeden Fall haben wir, nur mal auf die Slowfood einzugehen, schöne Feste gefeiert. Es gab schon ein Apfelfest, damals mit, na wie heißt unsere erste? Manuela Silius. Manuela Silius, genau. Und eigentlich bin ich auf Slowfood getroffen, an einer Ausstellung der Brenner in Volkau oder wo das war. Und da war ein Prospekt über Slowfood gelegen, ganz einfach. Es war eine Vereinigung, die jetzt da ist in Nürnberg. Und dann bin ich nach Hause gegangen und da war ein, in der Hopfen, Gegend, in der Gaststätte war ein Slowfood-Essen angesagt, wo es den Spargelhopfen gibt. Da. Spalt. Genau. Und dann habe ich Spalt, die sind ja, übrigens jetzt auch Chitaslow geworden. Die sind Chitaslow geworden. Naja, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, da habe ich Prospekt mit und über dieses Thema könnte ich mich so outen. Das gefällt mir. Den Genuss des Menschen zu wahren. So war es nämlich beim Carlo Petrini. Es waren die ersten Worte, wenn sie auch heute politischer geworden sind. Aber damals ging es nur um den Genuss. Dann hat mein Mann gesagt, das ist halt so ein Fressverrat. Aber ich bin dann nach Spalt gegangen. Es war dann kein Fressverein. Der Dieter Lukas war da, mit dem ich heute befreundet bin. Und so einige, und habe ich dann, wie ich zu Hause wieder war, meine Freundin mitgenommen, habe ich gesagt zu meinem Mann, also es hat schon mit Essen zu tun, aber Fressverein ist es nicht. Die wollen schon was Besseres. Ja. Und dann bin sind ich kluge Fresser. Bin ich sofort, ja, kluge Fresser, ist gut, ja, oder intelligent. Ja, klar, ist das Gleiche. Und dann bin ich in den Verein eben eingetreten und bin bis heute noch drin. Naja. Und wann bist du denn eingetreten? Du bist so Urgestein. Also ganz am Anfang war ich nicht dabei, so wie der Herr gesagt, wo es gegründet worden ist. Aber ich glaube im anderen Jahr dann, wo die Manuela das noch hatte. 95 habe ich hier angefangen. Ich könnte so 97, 97 war die erste Gründung und 98 dann. Ja, und dann haben wir jetzt heute natürlich Glück mit dem Wetter. Und ich habe schon gedacht, naja, das Backofenfest wird nicht gebucht. Das ist halt so vielen schon bekannt. Aber ihr seht, es hat sich wieder gelohnt, das Wetter hat gepasst, alles ist frisch aus dem Backofen und es ist, schmeckt schon alles ein bisschen anders, ne, wenn es so aus dem Urigen kommt. Und der Bäcker macht immer mit, bin ich auch froh, der war nämlich erst krank, ich habe schon Angst gehabt. Und meine Mädels, zum Teil können sie noch und zum Teil können sie nicht, aber irgendwie findet es jetzt einfach statt. Lasst euch gut gehen, genießt und esst alles auf dann am Schluss. Aber nur am Schluss. Gleichzeitig beglückwünsche ich alles vom Bäcker und hier gebacken. Alle, eigentlich wollte ich noch sagen, ich beglückwünsche die Vorstandschaft. Ich habe alles per E-Mail gekriegt, dass sie wieder gewählt wurden. Ich könnte mir auch keine bessere vorstellen. Bravo. Ja, danke, Margaret. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, als hier zu feiern, weil das ist Slowfood im wahrsten Sinne. Du bist der vehemente Verfechterin des Slowfood-Gedankens. Gedanke ich beobachte die Geschichte mal, sonst dreht es. Das ist einfach ein toller Ort hier. Viele kommen da immer wieder her, weil es so eine magische Anziehungskraft fast schon hat. Margische. Margische. Sehr schön. Das ist gut. Genau. Und, wir haben ja wirklich Urgesteine hier. Also ich bin zwar momentan, der Thorsten ist da, Klaus lässt sich entschuldigen und ich lenken zwar momentan die Geschicke von Slowfood Nürnberg, sind aber keine Urgesteine, also erst seit einigen Jahren dabei. Aber ihr lenkt es perfekt. Danke. Aber wir haben ja Urgesteine da und Ute und Herwig Danzer. Und die Ute hat ein paar Worte auch noch vorbereitet zur Geschichte und ich gebe einfach mal weiter. Ja. Soll ich das gleich machen oder könnt ihr noch? Es ist ganz kurz. Solange meine Ohren noch nüchtern sind, kann ich die folgen.